Oh Mann. Immerhin ist die Musik hier ganz schön. Huch, kommst du her? Renoir. Hallo. Schönes Wetter heute. Ja, es ist wirklich schön. Oh, warum kann ich nicht etwas romantischer sagen, ich Idiot? Na, geh halt. So, ich glaube, einen Bildschirm habe ich noch, ohne dass ich mich vollkommen lächerlich mache, weil ich den Sender nicht finde, oder? Den Weg bin ich noch nicht gegangen. Passt das? Das sieht gut aus. Das Timbermaniacs-Gebäude! Was ist das? Das ist das Gebäude, wo die Timbermaniacs geschrieben wird. Hi, was kann ich für euch tun? Wir wollen eine Besichtigung. Das freut mich aber, geht bitte hinein. Die Timbermaniacs ist... Ja, alte Kampfzeitschriften. Hi, ein cooler Typ wie du ist immer willkommen. Die Timbermaniacs ist halt ein Heft. Wir hatten schon eine gefunden. Ich glaube sogar schon zwei haben wir gefunden. Und sie ist zum Lesen. Ein Drawpunkt mit Eisgar. Ching, ching, ching. Wer kriegt denn den? Oh, immer Mick. Im Zweifel kriegt alles Mick. Mick muss ein Gott sein. Und dann kommen die ganzen niederen Lebewesen, die anderen, die Weiber und sowas. Und alle anderen. Nee, also Prioritäten ist ganz wichtig. Ja, sieht kreativ aus. Sehe ich aus wie ein Künstler? Ganz recht, ich bin einer. Ich habe doch nichts gesagt. Und wer bist du? Warum? Warum sind nur die Kampfzeitschriften so erfolgreich? Die Zeiten sind wirklich schlecht. Ihr macht eine Besichtigung? Habt ihr irgendwelche Fragen? Über die Timbermaniacs. Unsere Firma wurde vor 20 Jahren gegründet, um die Zeitschrift Timbermaniacs herauszubringen. Zu Beginn waren alle Redakteure Volontäre. Sie wollten alle später mal Journalisten werden. Ich habe als Redakteur der Timbermaniacs angefangen, aber leider haben sich die Zeiten geändert. Rückblende! Rückblende, Rückblende. Oh, doch noch. Heutzutage verkaufen sich nur die Kampffachzeitschriften. Langsam verliere ich die Motivation. Ach, nun endlich lange Geschichte. Er hat die ganze Zeit gelabert. Was er nicht geschafft hat, was er werden wollte. Also das Übliche. Ich hasse sowas. Hört auf mich! Ich werde euch eins sagen, verplempert nicht die Zeit! Nee, ist schon recht. Nee, ich will nicht wieder mit ihm reden, aber da lag doch noch was rum für mich. Gewiss lag da doch irgendwas rum für mich. Guck doch mal. Was ist denn das? Eine alte Timbermaniacs gefunden. Gelesen! Da, 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 da. Oh nein, ich weiß immer noch nicht, wofür es ist. Irgendwie nicht so wirklich. Aber okay. Wo? Hier geht's raus. Geh mal hier rein. Dum, 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 dum. Ins Haus. Dort stehen zwei Frauen und kochen. Wie bitte, ihr wollt zu Fuß zum Fernsehsender? Fahren keine Züge hin. Früher kam man über die hintere Gasse dorthin. Das ist jetzt gut. Als der Fernsehsender die Funkwellen einstellte, wurde da eine Kneipe eröffnet. Seitdem wird die hintere Gasse nicht mehr so oft benutzt. Wenn du aus dem Fenster im ersten Stock hinausguckst, kannst du diese hintere Gasse sehen. Das kann ich, das finde ich gut. Das würde ich dann tun. Da liegen Menschen rum. Hi, wer bist denn du? Du willst rausgucken? Geh zum Fenster. Bitteschön. Bin am Fenster. Aus dem Fenster gucken. Und ist es die hintere Gasse. Da läuft ein Miez. Okay, ja, ich sehe die hintere Gasse.
Es ist fantastisch. Es ist die leckerste Gasse, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ich muss machen Liebe mit die Gasse. Das macht dann genau 10 Schüttel, bitteschön. Hey, du nimmst schon wieder Geld? Oh oh, oh oh. Ja, jetzt mach mal, aber bitte mal die Unterhosen in die Ohren rein. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du kein Geld nehmen sollst? Bam, bam, yes. Diesmal waren es 110, nicht 1000 wie das letzte Mal. Es geht nicht um die Menge, du sollst sowas nicht tun. Bam, du Sack, bam. Gib wenigstens die Hälfte ab, bam. Es ist jetzt umsonst. Ja. Kannst dich auf den Kopf stellen, ich bezahle nichts. Ich gehe jetzt. Gut, hintere Gasse. Also Kneipe. Das heißt, wir suchen jetzt eine Kneipe. Ist nicht der schlimmste Plan, oder? Finde ich ganz okay. Kann man mal machen. Okay. Was ist dies alles? Speicherpunkt, Wege, Tunnel, Brücken, Türen. Was ist dies? Okay, die Tür untersuchen. Sie geht nicht auf. Hey, junger Mann, was machst du denn da? Eigentlich nichts. Was ist das hier? Die Wohnung ist etwas zu klein für eine fünfköpfige Familie. Mutter und Oma merken das nicht, da sie täglich arbeiten gehen. Wenn ich vorschlage, umzuziehen, fängt mein Opa an zu nörgeln. Das ist eine Wohnung. Okay. Mein Beileid. Hallo? Mittlerweile fahren schon 4 Bahnlinien durch die Stadt. Langsam wird's hier gefährlich. Soll ich dir sagen, wohin die Züge fahren? Ja, komm, mach mal. Von diesem Bahnsteig aus geht es nach Dollet. Vor der Kneipe fährt der Zug in Richtung Wüste. Wüste, okay. Beim Zoohändler fährt der eine nach Bellem und vor dem Timbermaniacs der nach Delling City. In Timber gibt es 4 Bahnlinien. Leider muss man ein ganzes Stück laufen, um umzusteigen. Okay, der Zug zur Wüste ist vor der Kneipe. Das heißt, suchen wir im Zweifel mal diese Bahnlinie. Ich würde hier gern vorbei, danke. Huch! Warum denn schon wieder? Hallo Mädels! Na, wie geht's? Oh, zack! Schön, dass sie so schnell liegen. Dun, 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 dun. Dum, 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 dum. Nee, ich hau mit Mickmann nicht zu. Ich würde gerne mit Renoir. Ja, dann schläft er halt. Eine Karte aus dem machen. Vielleicht kann ich aus den Karten von den Soldaten. Ja, scheiße, ging doch nicht. Karten waren nun nicht möglich. Soll das heißen, noch nicht oder überhaupt nicht? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ups, oh, ist er tot. Ups. Entschuldigung. Vielleicht kann ich aus den Karten von denen ja Schrauben machen, war jetzt eigentlich mein Gedanke. Könnte ja sein. Eine Potion. Ich bin reich. Es ist der Wahnsinn. Ich bin absolut reich. Was lernt eigentlich meine... Oh, Geld. Njam, 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 njam. Was lernt eigentlich meine GS gerade? Das gucke ich mir mal doch schnell an. Was haben wir denn da, ihr faulen Säcke? Körperkopplung ist okay. Körper 20% ist okay. Elementabwehrkopplung, Magie 20%. Und Rauben. Ja. Machen wir so. Finde ich gut. Die Bahn Richtung Garden Ost nach Dollet ist zurzeit außer Betrieb. Wie blöd. Das heißt, ist auch der falsche Eck. Hm.
Wo war's? Wo will ich hin? Also hier war das dann nicht. Ich laufe über die Gleise, ja, das ist das cleverste, was ich mache. Nein, jetzt schon wieder. Kann ich jetzt einen in Karte verwandeln? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht mit dem. Aber ich glaube doch eigentlich schon, oder? Nee. Nee, früher, als es beim Leveln jetzt nicht geklappt hat, einen in Karte zu wandeln, kam keine Fehlermeldung, von wegen, es ist nicht möglich. Ich würde dann eigentlich fast sagen, das heißt, es geht wirklich nicht mit dem. Ist schon schade. Huh, er ist schon tot. Entschuldigung.